Yeah, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Zero in der HD Remastered Version. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, nach den ganzen Turbulenzen und nachdem ich gestern leider am Ende des Parts quasi, gestorben bin, habe ich mir gedacht, okay, ich muss das Ganze jetzt nochmal nachspielen. Wir sind relativ heil, anders kann ich es gar nicht ausdrücken, noch davon gekommen. Und jetzt müssen wir leider Gottes nochmal dahin. Und ernsthaft, Leute, ich überlege, hoppala, ja, ich habe jetzt mal eben mit Billy nochmal die Pistole aufgesammelt, weil die normalen Zombies, die reichen ja im Prinzip mit Pistole. Allerdings bin ich am Überlegen, wir müssen dieses schleimige Etwas, muss ich schon sagen, ja, wir müssen es leider loswerden, muss ich schon so sagen. Deswegen, Moment, ja, wir haben... Wobei ich dazu sagen muss, ja, wir könnten jetzt ausnahmsweise mit Rebecca versuchen, dieses Vieh ein für alle Mal zu erledigen. Da ich hier jetzt gespeichert habe, wäre das jetzt nicht so schlimm. Ja, Leute, es hilft nichts. Ich muss öfters speichern bei diesem Schwierigkeitsgrad. Ja, ich musste jetzt gerade einen Huster verkneifen. Jedes Mal, wenn ich aufnehmen will, das regt mich auf. Wir haben jetzt auf alle Fälle noch normale Granaten. Moment mal. Ja, genau, dann nehmen wir mit Billy doch noch die Säuregranaten mit. Ja, die habe ich mal eben abgelegt für die Farbbänder. Und ja, ich würde sagen, wir skippen mal um zu Rebecca. Und ja, wieso hat sie nichts in der Hand? Und ja, es hilft nichts, denn wir müssen an diesem Vieh vorbei. Und damit es jetzt endgültig zu Ende geht, ihr habt es ja gesehen, mit den Feuergranaten und dann auch noch den Säuregranaten war das nicht so die Dramatik, möchte ich jetzt mal behaupten. Nein, 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 das war jetzt... Die blaue Tür ist ja oben nach der anderen rechts. Genau. Sorry, Leute, ich bin jetzt falsch gelaufen. Ja. Ich hoffe im Übrigen, euch gefällt das Let's Play, also anhand der Aufrufe, wo ich heute schon ein bisschen geschaut habe. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist. Aber ich find's cool, Leute. Ich meine, es ist eh schon mal lustig. Also ich mache das Ganze ja hobbymäßig, wie ihr wisst. Also nicht irgendwie, dass ich irgendwie Kohle damit verdiene. Noch nicht. Obwohl, ich habe schon öfters drüber nachgedacht und sage, nee, ich will das wahrscheinlich auch hobbymäßig belassen. So. Hat nicht Billy den Schlüssel? Ja, wobei das jetzt... Ach, nein, sie hat ihn schon gezielt. Alles klar. Jawohl. Weil gerade bei den Säuremunitionen ist mir aufgefallen, oder nach der Napalm, das weiß ich gar nicht mehr, war ja nach 3 Schüssen eigentlich eh schon fast down. Jawohl, und nochmal, und ja, jetzt frage ich mich nämlich, sollen wir die normalen benutzen oder die Säure? Ja, wir benutzen die Säure, Leute. Auch wenn mir das jetzt ein bisschen wehtut, weil die Säure ist ja so stark. Aber ja, ich will ihn so schnell wie möglich weiterhaben. Ganz ehrlich, wir brauchen wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen was für den anderen. Ja, Billy, lauf! Lauf, Billy! Billy! Ja, hilft nicht, Leute, ich muss raus. Sonst wird Billy verletzt und soweit ich weiß, wenn er explodiert, das macht fast so viel Schaden, als wenn er dich normal angreift. So. Wir haben noch immer 4. Ja, wir müssen in dem einen Raum sowieso noch den zweiten auch noch erledigen. Jetzt hinterlässt er, glaube ich, diese komischen Maden. Oder? Hey, die waren aber letztes Mal noch da, als wir ihn besiegt haben. Was steht da eigentlich? Broadcast Room. Broadcast. Ja, ich bin zwar im Englischen ganz gut, aber das ist mir gerade nicht geläufig, was das jetzt genau bedeuten soll. Und im Übrigen, warum Billy nicht angreift? Ach so, ich habe ihn auf inaktiv. Moment, aber dann geben wir Billy, weil es ja wirklich egal ist. Was? Weil es eh egal ist. Ach so, ich muss da umswitchen. Ja, das ist etwas ungewohnt. Geben wir ihm derweil die Pistole. Nein, das ist keine Bestrafung, aber... Ja, ich sagte ja. Ja, er ist down. Billy, komm jetzt. Billy. Geht sich das aus, bis er... Nein! Billy. Hat er jetzt Billy ge... Wieso schießt der hier? Hä? Billy, warum hast du geschossen? Ja, jetzt können wir hier nachladen, Gott sei Dank. Warum er jetzt geschossen hat, verstehe ich nicht ganz. Ja, egal. Bleiben wir derweil bei Rebecca, ausnahmsweise. Wir haben es besiegt, hoffentlich. Also, was ist das hier?
Das sind Übertragungsgeräte. Sie sind seit längerem nicht genutzt worden. Schraubstock. Nein. Sieht aus, als wäre diese Gerät. Moment. Nein, nicht schießen. Ach so, die kann man erledigen. Was heißt das Blaue eigentlich? Nein, Billy, du sollst nicht schießen. Die Frage ist, können uns diese Viecher irgendwie Schaden zufügen? Moment. Ja, wenn dann nicht viel. Ja, ich habe absichtlich die Munition, die Pistolenmunition ein wenig verteilt unter die beiden. Diese Papiere scheinen mal irgendwelche Fotos enthalten zu haben, aber sie sind längst nicht mehr zu gebrauchen. Okay, dann sind wir jetzt nur wegen dem Schraubstock hier reingekommen, oder wie sehe ich das? Aber immerhin haben wir dieses Vieh jetzt endlich besiegt. Gerade an Stellen, wo wir vielleicht öfters hin müssen, ja, ist das leider Gottes doch etwas relevanter, als ich eigentlich gedacht hatte. So, jetzt wechseln wir hier zu Billy und nehmen uns wieder die Shotgun, weil, ja, die Pistolenmuni müssen wir jetzt doch etwas besser einteilen. Hier war doch die Kneipe, oder? Ich denke schon. Also, was heißt, ich denke, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass hier die Kneipe ist. Und Billy kann ja spielen. Wir haben ja gesehen, beide können das im Prinzip, aber Billy kann es besser. Klavier spielen. Ja, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, das bringt uns aber nichts, weil wir eben dieses, was bekommen wir da nochmal? Diese Batterie. Die haben wir ja nicht. Also da haben wir ja nichts zum Ersetzen. Wobei, Moment mal. Moment, mir ist gerade ein Gedanke. Ach, jetzt kommen diese scheiß Madenviecher wieder. Ja, mir ist gerade ein kleiner Gedanke gekommen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber. Moment mal, wo geht's hier? Ja, ich benutze, wie ihr wisst, die Karte. Blöd gesagt, so gut wie nie. Also hier sind wir rausgekommen. Was steht denn da? Kann man das lesen? Nein. Und was steht hier? Mir ist nämlich gerade ein Gedanken gekommen, Leute. Wenn Rebecca reingeht. Moment, wir probieren das jetzt ganz ehrlich. Wenn Rebecca jetzt reingeht, sich die Batterie einfach nimmt und Billy spielt nochmal, dann müsste ja rein theoretisch, das ist ein Mechanismus, die Tür wieder aufgehen. Oh. Nicht schießen, Rebecca. Es ist schade um diese Viecher. Wenn sie wirklich nur in diesem Gang sind, ist uns das jetzt relativ egal. Und ja, ich bemühe mich bei den Aufnahmen nicht zu schnell zu reden. Ja, mir ist schon aufgefallen. Mir ist schon aufgefallen, dass ich manchmal etwas zu schnell rede. Das tut mir leid. Habe ich überhaupt Platz bei Rebecca? Ja, einen. Ist egal, ist egal. Wir können das. Also, wenn sie jetzt die Batterie nimmt und Billy spielt, müsste er rein theoretisch, müsste die Tür wieder aufgehen, oder? Ja, dass sie da extra noch mal eine Szene machen, das verstehe ich nicht. So. Wenn Billy jetzt spielt, kann ich das skippen? Ja. Ja, sage ich ja. Mann, oh Mann, also, sorry, wenn ich es jetzt. Sorry, wenn ich das jetzt so anmerken muss, aber das ist nicht einmal ein Rätsel, das ist einfach nur logisch. Und das sage ich. Ja, ich bin für mich selbst, ich bin meiner Meinung nach für mich selbst der unlogischste Mensch auf dieser Welt. Moment mal. Oh. Ja, ich habe gerade etwas vergessen. Ja, da unten, wo wir den blauen Schlüssel gefunden haben, da fanden wir noch Magnum Muni, die habe ich jetzt, glaube ich, vergessen. Egal, die hole ich mal offscreen. Derweil kommen wir ja noch mehr oder weniger, muss ich schon sagen, fast überall hin. Ja, also das war jetzt eigentlich nicht einmal ein Rätsel, das war jetzt einfach nur eine Timing-Geschichte, will ich jetzt so sagen. Nein, Rebecca, nicht schießen. Also diese Madenviecher hier jetzt oder diese Larven, die komischen, jetzt mit Pistole zu erschießen, das ist voll für den Arsch. Entschuldigt den Ausdruck, aber es ist ja so. Ich weiß nicht, welche Tür wir als erster machen sollen, also stellt sich jetzt wahrscheinlich eh heraus.
Ja, ein Erste-Hilfe-Spray und keiner hat Platz frei. Wie geil ist das denn? Und rotes und grünes Moment mal. Sieht aus wie so eine Art Werkstatt. Hier sind verschiedene Laborgeräte. Es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Ja, wenn du dich wahrscheinlich handwerklich nicht interessierst, Kumpel. Fast alle Geräte sind stark abgenutzt. An einigen Maschinen sieht man sogar Rost. Ach! Ich wollte gerade sagen, warum wird das überhaupt erklärt, wenn wir eh keinen Platz haben? Ja, die Pistolenmuni kann ich noch mitnehmen. Aber... Moment. Rebecca sollte unbedingt mischen. Deswegen müssen wir... Ja, okay, wir geben jetzt Rebecca, wir geben jetzt Billy die gesamte Munition. Dann hat er zumindest, dann hat sie zumindest einen Platz und kann schon mal die Kräuter mischen. Das ist sehr gut, würde ich jetzt mal so sagen. Auf dem Boden liegen lauter Knochenstücke. Sie sind das etwa menschlich? Das will ich gar nicht wissen. Verwenden, kombinieren und jawoll. Ja, ich heile eigentlich heile ich lieber, wenn ich, sage ich ehrlich, wisst ihr es eh, auf Ding bin. Achso, das kann ich gar nicht mehr nachladen. Eigentlich heile ich lieber, wenn ich, ihr wisst schon, auf kritisch bin, weil da zahlt es sich einfach am besten aus. Aber ich, hier sind verschiedene... Ja, weil das mit dem Schraubstock irritiert mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen. Untersuchen wir ihn mal, würde ich sagen. Hiermit betätigen Sie den Schraubstock. Ja, wo ist ein Schraubstock? Alter. Ja, ich will jetzt hier nicht umsonst... Ja, jetzt wissen wir ja, wo sich ein Erste-Hilfe-Spray aufhält. Das heißt, das nächste Rätsel ist gelöst, wobei ich das wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch vergessen werde. Mit meinem Gedächtnis ist das echt... Ah, nein, nein! Jetzt ist das viel... Ihr wollt mir jetzt nicht jetzt... Nein, jetzt wird er wahrscheinlich gerade... Nein. Ja, er wird gerade angegriffen. Das heißt... Ja, genauso wie ich es schon gesagt habe. Billy. Und er ist auf kritisch. Granatwerfer. Ja, anders geht's nicht. Und... Nein! Nein! Ja, Leute. Scheiße. Soll ich das jetzt alles nochmal nachspielen? Leute, ich dachte, wir hätten den einfach... Gibt es da einfach mehrere von diesen Viechern? Ich meine... Das ist doch völlig übertrieben. Das darf so eigentlich nicht sein. Ich meine... Okay, ja, es ist der Schwierigkeitsgrad. Ja, ich war gestern tatsächlich am Überlegen, ob ich nicht doch nochmal auf einfach spiele, aber... Eigentlich ist die Pistole voll für den Arsch gerade, weil Billy diese sowieso eigentlich nicht wirklich hernimmt. Wisst ihr was, wir geben jetzt Rebecca einfach die restliche Muni zurück, weil... Ja, mit Billy werden wir sowieso kaum Pistole benutzen, also... Ja, wenn ich ehrlich bin, bin ich gerade etwas genervt, weil... Ja, ich dachte wirklich, dass das jetzt zu Ende ist mit dem Vieh. Ich dachte, es wäre gegessen, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, wir können uns eigentlich prinzipiell sogar die Säure sparen. Ja, dann nehmen wir mal eben mit Billy die Säure-Munition mit. Nein, nicht die... Ja, er greift immer an die falsche Stelle. Ja, ich bin... jetzt gerade so eine Mischung aus genervt und verdutzt, weil auf einfach, wenn man das Vieh einmal erledigt, es taucht zweimal auf. Und hier ist es quasi schon das dritte Mal. So kann man doch... So hat sie wieder keine Waffe ausgerüstet. Ja, hilft nichts, wir haben immer noch zwei Munitionen davon, also...
Ja, Billy, kommst du bitte? Ja, tut mir leid, dass ihr das jetzt wieder so seht, dass ich das jetzt wiederholen muss. Also ich habe es euch eben, glaube ich, im letzten Part schon gesagt, was das oft für eine unnötige Schneiderei ist, wenn ich dann sterbe und dann muss ich das wieder nachspielen, auch wenn es jetzt gerade mal 2, 3 Minuten sind. Beim Schneiden ist das teilweise extrem nervig. Und bei dem einen brauchen wir eh nur den Schraubstock, soweit ich jetzt mitgekriegt habe. Wegwerfen, ja. Okay, immerhin haben wir das Rätsel, wenn man es so nennen darf, mit dem Klavier herausgefunden, wenn man es so nennen darf. Komm, Billy, Billy, nein, Billy, komm jetzt. Ist das jetzt der richtige? Das heißt, wir werden uns jetzt mit Rebecca gleich mal hier herstellen. Ja. Es fällt aber auch dezent auf, dass diese Stelle der Tür, oder wie man das, also diese Stelle der Wand besser gesagt, dass das hier ein bisschen hervorsticht. So. Nein, nein, bleib du da. Hat Rebecca überhaupt einen Platz? Ja, genau einen. Sehr gut. Trotzdem bin ich, ja, ich sag's ehrlich, wie es ist. Ich bin etwas angenervt gerade. Von diesem Vieh einfach. Ja, ich sag's wie es ist. Weil es sich nicht einmal auszahlt, es zu erledigen, wenn man weiß, es kommt immer wieder. Und wir haben ja nicht genug Muni, oder sagen wir es mal so, dafür diese Verhältnisse haben wir zu wenig, das meinte ich damit. This way. Roger. Ja, einfach das Kommando geben und sie läuft einem nach. Wir haben mit ihm noch Platz, ja, weil wir die Munition weitergegeben haben. Deswegen nehmen wir mal die Magnum und wir haben noch nicht einmal eine Magnum, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange das in diesem Spiel überhaupt dauert, dass wir die bekommen. So, jetzt muss ich gleich nach rechts ausweichen. Glaube ich zumindest. Gut. Nein, 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 nein. Nein! Rebecca! Ja, ihr seht es ja selber, Rebecca schießt nicht. Ganz ehrlich, ja, Rebecca schießt nicht. Und ich kann in dem Moment einfach noch nicht switchen. Ja, was mache ich jetzt, Leute, ganz ehrlich? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, dass ich nicht dazu stehe, wenn ich sterbe. Ganz im Gegenteil, es wäre ja zu langweilig, wenn ich gar nicht verrecken würde in dem Spiel, aber so bekomme ich keinen Fortschritt. Ja, ich bin gerade am Überlegen, wie ich es mache. Weil wir haben jetzt knapp 18 Minuten oder vielleicht ein bisschen über 18 Minuten. Ja, ich lege wieder alles ab. Ja, vor allem, weil ich das immer wiederholen muss und ganz ehrlich, ich will das nicht jedes Mal. Wieso geht das jetzt nicht? Ja, Rebecca muss immer neben uns stehen, sonst geht das mit dem Austauschen nicht. Ja, vielleicht bleibt man es ein bisschen, aber ich bin genervt. Nicht wegen euch, keine Sorge, aber das ist. Es ist auf gut Deutsch gesagt nervig. Die Säurepatrone brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt. Jetzt hat sie wieder keine Waffe ausgerüstet. Ja, man merkt es, dass ich gerade. Ich bin nicht genervt in dem Sinne, aber wozu erledigt man dieses Vieh zweimal, wenn es noch ein drittes Mal auftaucht? Und jetzt haben wir zum dritten Mal dasselbe vor Auge. Also. Oder soll ich es doch nochmal erledigen? Ganz ehrlich. Ich meine, prinzipiell ist es ja egal. Wir bekommen ja wieder Muni. Das wäre jetzt nicht das Problem. Ja, wisst ihr was? Wir erledigen es nochmal. Ja, ausweichen bringt bei dem Vieh blöd gesagt eh nix. Nee. Nee, ausweichen bringt uns wirklich nix. Aber diesmal nehmen wir die Muni her, weil ich glaube, es ist relativ egal. Jawohl. Nein! Ja, Billy, du musst schon ein bisschen umstehen, Kumpel. Billy! Billy! Da ist jetzt. Genau, ich trinke mal einen Schluck. Prost. Ja, natürlich sind beide auf kritisch. Das heißt, unsere Überlebenschancen sind wieder einmal ziemlich schlecht, aber das gehört dazu. Ja, sag's wie es ist, das gehört dazu. Ja. 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 Wir haben jetzt über 20 Minuten und ich habe noch nichts geschafft. Oder zu wenig.
Völlig verstaubtes Klavier. Sorry, ich versuche es wirklich nicht so schlimm raushängen zu lassen, aber ich bin total genervt, Leute. Es ist so. Und dass sie das auch extra in so einer kurzen, nennen wir es mal Cutscene, verwursten müssen, das verstehe ich nicht. Wofür? Das kann ich wieder nicht skippen. Mhm. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Okay, wie komme ich jetzt darauf? Ja, ich bin alt. So. Kann ich das überhaupt nehmen jetzt? Also ich könnte es rein theoretisch, ja. Wieso hat Billy auf einmal... Achso, weil ich die Säuregranaten ja nicht mitgenommen habe. Das Problem ist, wir sind quasi beim nächsten, nennen wir es mal Schuss, down. This way. Yeah. Ich meine, ja, im nächsten Raum wäre dann dieses Schleimi, keine Ahnung, wie das genau heißt, ist dann wieder da. Mich würde ja wirklich interessieren, ob uns diese Viecher töten können. Also ich habe schon gemerkt, ja, sie machen Schaden, aber mehr oder weniger so gering. Also tatsächlich, blöd gesagt, so gering, dass man das mehr oder weniger gar nicht so mitkriegt. Also da braucht man schon mindestens 5, 6 Attacken, damit man da was spürt. Ja. Ja, es hilft nichts, Leute. Ich muss es verwenden, sonst sterben wir. Ja, wir müssen es nicht unbedingt aufheben, um es zu verwenden. Das ist cool. Ja. Und jetzt gleich mal die Kräuter. Ach so. Billy, tauschen wir mal eben die Magnum-Muni aus. Mhm. Dann können wir nämlich direkt beide kombinieren. Und... ja, dann ist wenigstens die Gefahr nicht ganz so lästig, muss ich schon sagen. Den Schraubstock holen wir uns natürlich. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich würde jetzt irgendwas bewusst vergessen. Oder gar nicht erst mitnehmen. Aber... ja, ich muss leider, also was heißt leider, ja, ich muss mich heilen. Habe ich jetzt den Partner doch immer auf inaktiv? Nein, er ist sogar auf aktiv. So, ja, dann bleiben wir mal bei Billy. Moment. Ja, wie schon mal angemerkt, das Controlling ist manchmal etwas seltsam. Ja, das liegt aber wahrscheinlich am Stick, also am Kontrollstick beim Controller. Okay, nee. Ich weiß übrigens nicht, wie dieses Vieh empfindet, also wie empfindlich es ist, wenn wir jetzt quasi drauf schießen, während es quasi einen der beiden angreift. Ja, schieß doch! Auch wenn es eh nichts bringt, oder wenig. Ja! Jetzt würde mich interessieren, ob wir schon wieder auf Warnung sind. Ganz ehrlich, ja, würde mich jetzt interessieren. Rebecca! Nein, wir sind sogar gesund. Ey, wow. Rebecca rüsten wir beim... ja, bei den Zombies reicht eine Pistole. Da brauchen wir keine große... wow, 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 wow. Jawohl, das nennt man dann Teamwork, oder? Der ist schon down. Super. Er hat noch 9. Sie hat 11. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, der lebt noch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, immerhin irgendwas. Brauche ich hier den... ja, cool, da ist Pumpgun-Muni. Beziehungsweise Schrob-Muni. Nur deswegen sind wir jetzt hier rein, oder sehe ich das falsch? Ah, da brauchen wir den Schraubstock, Leute. Ja, trotzdem, Leute... ich würde sagen, wir machen das dann im nächsten Part. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt so gesehen nicht viel geschafft haben. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Würde mich über einen Kommentar und ein Like freuen oder zumindest über eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu Resident Evil Zero in der HD Remastered Version. Bis dahin,